Heute grüßen wir mal ganz kurz vom Parkplatz aus. Ich stelle mir vor, wo bin ich, wo befinde ich mich heute? Ich bin der Sohn oder der Enkelsohn von Sigmund Freud. Ich wurde durch den Dritten Reich Gedanken hinausgepeitscht. Mein Vater hatte Krebskrankheiten, verstehst, Mundkrebs, Maulkrebs. Und er war empfangen worden durch die Königin in England. Aber ich, der Sohn Sigmund Freud, befinde mich in Mexico Ciudad, die Hauptstadt Mexikos. Aber ich spreche nicht mexikanisch, Spanisch, es geht mir ab, die Kenntnisse. Ich bin ein Dutschmann. Was soll ich tun? Mein Vater hat Mundkrebs. Er stirbt gerade in England, in seiner Villa. Das Dritte Reich, es wird bedroht, verstehst? Europa ist ungesund und ich in Mexico Ciudad als Exiljude, als Exiljudensohn. Was soll ich tun? Wer bringt mir Mexikanisch bei? Und wie, wenn ich es dann kann, wie kann ich es dann in die Praxis umsetzen, damit ich ein Mädchen finde? Da werden sie mich ausspotten. Du Exiljude, du Exil-Mexico Ciudad-Junge. Du, der Sohn des Sigmund Freud, du hast ja viel Unsinn umeinander erzählt, über die frustrierten Weiber und so weiter. Die wird mich hassen, hassen wird man dich. Du bist ein Judenjüngling. Ich mag dich nicht. Verstehst du, wenn sie dich angeben, sobald du deinen Namen sprechen kannst, in Mexikanisch, Spanisch, Mexico Ciudad, wo kommst du her? Du bist da. Donde? Que tu nombre? El nombre? Que sei? Da sage ich, ich bin Exiljude. Ich bin der Knabe des Sigmund Freud, Exiljude, lebe zurzeit in Mexico Ciudad und ich suche ein Mädchen. Aber zuerst muss ich Spanisch sprechen lernen. Sage ich, hasta arriba, susu, hasta arriba,